Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Sony Blackbox von Bushido. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sony Black aus dem Jahr 2014. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze Box. Hier oben haben wir einmal den Interpreten abgebildet, also in einer Zeichnung. Bushido mit Turban bzw. Tuch abgebildet. Und darunter haben wir dann den Schriftzug Bushido und Sony Black in roter Schrift. Auf der Vorderseite haben wir nichts, das ist blank schwarz. Rechts ebenso, links ebenso, hinten ebenso und auf der Unterseite haben wir einen Barcode und Credits. Gut, das Ganze ist vom Design her eine Clubbox, eine Vinylbox. Ich sage zu diesem Box immer Bushido-Boxen, weil er war, glaube ich, der Erste, der die so verwendet hat und er verwendet die auch konsequent. Also ich glaube, bei CCN3 war diese Box am Start, bei Black Friday und jetzt eben bei Sony Black. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier auch nochmals Bushido Sony Black am Innendeckel. Und der Deckel ist magnetisch, bedeutet, er schließt hier mehr oder weniger von selbst. Und dann kommen wir auch gleich zum Inhalt. Und zwar haben wir hier einmal als erstes die Vinyl zum Album. Dann haben wir ein Shirt mit dabei. Ein Poster. Ein Comic. Und natürlich das Album an sich auf CD. Von innen das Ganze mit so einem Schaumstoff ausgekleidet, in dem die einzelnen Elemente hier Platz finden. Und das Ganze ist nicht geklebt, also man kann diesen Schaumstoff, diesen Rahmen hier entfernen. Man hat hier unten drunter dann nochmal so eine Schaumstoffeinlage und diese ist, glaube ich, ja, diese ist angeklebt. Lasse ich jetzt mal alles so bis auf Weiteres drin. So, dann machen wir die Box mal zu und kommen zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich, Sony Black, so sieht das aus, also das Cover ident wie auch schon das Boxcover. Wir haben hier ein super Jewel Case, schwarzer Balken an der Seite. Hier lesen wir auch wieder Bushido Sony Black in schwarz und rot. Und dann haben wir auf der Rückseite die Tracklist und so haben wir 18 Tracks an der Zahl. Und wir haben genau einen Feature-Track und das ist hier Track Nummer 8, Gangster Rap Kings. Und zwar sind das Features von Kollega und Farid Bang mit drauf. Ansonsten allesamt Solo-Tracks. Gut, ansonsten nur noch Barcode und Credits auf der Rückseite. Wir haben hier einmal die Tourdaten, also so ein Flyer beim Booklet dabei, die Tourdaten zur Sony Black Tour 2014 und Merch. Dann schauen wir mal ins Booklet. Also dieses Schwarz-Rot zieht sich auf jeden Fall durch. Und es sieht so aus, als wäre Bushido hier so ein Terrorist, der hier gerade irgendwie eine Aufnahme macht und irgendwelche Ultimaten stellt oder irgendwelche Sachen verkündet. Dann haben wir hier die Tracks inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat. Schwarz-Rot auf jeden Fall eine Top-Farbkombination. Ja, und nicht nur die Tracks, zum Beispiel Osama Flow, nein, auch hier dieses ganze Artwork ist hier sehr stark in diese Terrorismus-Richtung gestaltet. So sieht das aus. Auch hier Bushido wieder mit Turban und Tuch, also über beide Seiten hier. Wieder vermummt. Zum Abschluss haben wir noch das Brandenburger Tor, ebenfalls in schwarz und rot. Und dann haben wir noch die ganzen Credits zum Album. Und hier noch einen Bären, beziehungsweise Bushido, der sich diesem Riesenbär stellt. Zum Abschluss noch das Bushido-Logo. Dann machen wir auch den Flyer wieder rein. So, die CD. Natürlich ebenfalls in schwarz und rot gestaltet. So sieht das aus. Auf der Rückseite wieder das Bushido B. Dann haben wir, bevor wir zum Poster und zum Comic und zum Shirt kommen,
die Vinyl, die schauen wir uns gleich mal an. Auch hier das Cover ident wie auf dem Box- oder auf dem CD-Cover. Auf der Seite lesen wir auch hier, jetzt habe ich es falsch rum, Moment, lesen wir auch hier Bushido und Sonny Black. Und dann haben wir hier die Tracklist aufgeführt, also die Tracks hier verteilt auf zwei Vinyls auf jeweils A- und B-Seite. Das Ganze ist hier zum Aufklappen, so ein Gatefold. Hier haben wir nochmal die Tracklist, interessanterweise. Und hier Bushido, der auf einem Pferd, auf diesem Hügel hier, auf diese Ruinen, auf diese zerschossenen Häuserreste hinabblickt. So, dann haben wir die erste Vinyl. Diese kommt in einer weißen Papierhülle. Und das ist dann Platte 1, die A-Seite. Hier haben wir die Tracks aufgelistet. Dann haben wir die B-Seite. Sieht so aus. Also dieses Schwarz-Rot zieht sich wirklich komplett durch. Und die Vinyls klassisch komplett in Schwarz gehalten. Und dann haben wir natürlich auf der zweiten Seite, auf der zweiten Vinyl, die restlichen Tracks. Und zwar lesen wir hier Platte 2. A-Seite und dann natürlich Platte 2 B-Seite. So sieht das aus. Ebenfalls in einer weißen Papierhülle das Ganze. So, machen wir auch das wieder rein. Dann haben wir Shirt, Poster und Comic. Schauen wir uns mal das Poster an. Also wir haben hier einmal im Hochformat Bushido, auch wieder in dieser Samurai-Optik, und Turban ist auch mit am Start. Bushido, Sonny Black und auf... Okay, das hätte ich in der Form auch noch nie gesehen, dass man ein Poster beidseitig bedruckt und die Rückseite dann Merchandise beinhaltet. Also das ist hier Werbung für den King Bushido Shop. Ja, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bin ich nicht ganz so ein Fan davon. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt zwei Motive bevorzugt. Ich meine, im Notfall kann man das hinten blank lassen, aber wenn man schon beide Seiten bedruckt, dann hätte ich es doch sehr begrüßt, wenn man beide Seiten mit irgendwelchen Artworks oder Fotografien macht, die wirklich zum Album stimmig sind und hier nicht einfach so Merchandise drauf klatscht. Sehe ich so in der Form ehrlich gesagt zum ersten Mal. Gut, dann haben wir noch den Comic, dieser ebenfalls in Schwarz und Rot designt. Barcode hier unten links. Und der Comic wurde hier gemacht von A Dope Kid, von wem auch sonst. Rot-Schwarz hier wieder das Bushido-Logo. Und es ist relativ groß und auch relativ umfangreich. Also wenn wir uns das Ganze hier ansehen, dann okay, die Bilder sind auch recht groß, aber es ist doch jede Menge Inhalt. Ist das eventuell nummeriert von den Seiten? Nein, ich kann jetzt hier keine Seitenzahl feststellen. Aber es ist auf jeden Fall echt jede Menge Inhalt. Ihr seht selbst. Schön gemacht. Dann haben wir noch ein Shirt mit dabei. Und zwar ist dieses in Weiß und Schwarz, beziehungsweise Weiß und Dunkelgrau gehalten. Auch hier wieder Bushido in dieser Samurai-Optik. Hier unten lesen wir dann Bushido Sonny Black. Auf der Rückseite sieht so ein bisschen nach Kalligrafie aus, als wäre das mit irgendwie einem groben Pinsel gezogen worden. Das Bushido B, also hier in so einer, ja, Pinseloptik. Und bei diesem Shirt handelt es sich um... Okay, das dürfte aus dem King Bushido Shop sein. Weiß jetzt gar nicht, ob es das außerhalb dieser Box zu bestellen gibt. Wir lesen hier kingbushidoshop.de in der Größe L, 100% Baumwolle. Es würde mich jetzt nur noch interessieren, ob wir hier darüber hinaus noch irgendwie einen Zettel vorfinden. Nein. Also, keinerlei Zettel, der uns die genaue Herkunft oder so verrät. Schauen wir uns mal kurz im Detail an, wie das T-Shirt aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße Shirt mit dem schwarzen Aufdruck Bushido hier in dieser Samurai-Optik. Und darunter lesen wir dann Bushido Sonny Black. Recht schlicht gehalten, in Weiß und Schwarz. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist nicht so ganz mein Motiv. Ja, ich habe generell jetzt mit Samurai oder mit dieser Thematik jetzt nicht so viel am Hut und ich würde das Shirt ehrlich gesagt nicht so anziehen.
Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L, der Comic von Adobe Kit, das Poster einseitig bedruckt im Hochformat, die Vinyl zum Album, also die Doppelvinyl, und natürlich das Album an sich im Super Jewel Case. Vielleicht noch ganz kurz was zu diesem Album, zu Sonny Black. Und zwar, das ist ja im Jahr 2014 erschienen und das Ganze wurde dann ab April 2015 indiziert. Und jetzt mittlerweile, also im Jahr 2018, ich glaube seit Mai ist das jetzt beschlossene Sache, seit Mai 2018 wurde diese Indizierung zurückgenommen bzw. aufgehoben. Also die Indizierung ist mit Mai hinfällig und somit sollte auch es dann in Zukunft wieder leichter sein, an dieses Album ranzukommen, als es die letzten Jahre war wegen dieser Indizierung. Gut, das alles in dieser wunderbaren Box Sonny Black von Bushido. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bushido unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.